Bewohner. Oder aber auch, hallo Leute, hier ist wieder Grossi und es ist wieder Zeit für eine Runde Landmark. Ja, wollte ich ja weitermachen, wenn ich mir ein Grundstück suche und habe jetzt, nachdem ich wirklich fast jede Insel abgeklappert habe, bin ich dann doch wieder bei meinem alten Zuhause gelandet, einfach ein Stück weiter südlich. Jetzt bin ich gerade dabei, mir die neuen Keller auszuhöhlen, mir mein neues Gelände so ein bisschen fein zu machen. Jetzt habe ich die Welt kaputt gemacht. Ich wollte eigentlich gar nicht filmen, aber das habe ich gedacht, das muss ich mal festhalten. Ich habe jetzt hier einfach mal das Ausschneiden-Tool genommen und habe jetzt hier ein Loch reingemacht. Wärst du bekloppt? Also stellt euch jetzt mal nicht an dem Motorrad im Hintergrund, aber ich habe das Fenster auf. Also hier sieht man Wasser und ich springe jetzt mal runter. Also das ist echt lustig, wenn ich da jetzt runterhüpfe. Achtung, und mal gucken, ob man es gleich sieht. Jetzt. Da, ich falle an einer Höhle vorbei. Da sieht man also richtig schön im Fallen die Höhle. Also hier, Achtung, da ist jetzt keine. Ich drehe mich mal immer so ein bisschen rum langsam, damit man das im Fallen schön sieht. Und da hinten ist eine. Hier ist eine große, auch schön beleuchtet, das sieht man. Ja, da ist die große Höhle, direkt da, wo früher mein Keller war. Und jetzt, wo ist mein Loch hin? Ah, da ist es wieder. Super. Sag das. Das finde ich Spaß. Jetzt müsste ich mal versuchen, ob ich auf der Höhle landen kann hier. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich werde bekloppt. Ich bin runtergefallen und bin auf bzw. in der Höhle gelandet. Das ist jetzt nicht wahr. Ja, was geht dann ab? Alter, was ist dann das für ein Käse hier? So, Showkleme blend. Also hier ist jetzt ja natürlich mein Land. Aber da, wo ich jetzt bin, eigentlich ist an dieser Stelle keine Höhle. Weil die Höhle ist hier. Hier und hier. Da, wo ich bin, ist eigentlich nichts. Also, ich würde mal sagen, da sind noch ein paar leichte Buchs drin. Oder so. Buchstehude. Ja. Ach übrigens, hallo, Frankie ist auch da. Der guckt sich das Ganze gerade live im Stream an. Also, jetzt bin ich ja echt fertig hier. Jetzt war ich ja schon mit meinem Keller so weit. Jetzt habe ich jetzt mein Keller kaputt. Was mache ich denn jetzt? Was Mist? Der Zuschütte. Mann. Aber seh es mal so, das sind keine Bugs, das sind Features. Jawohl. Puh. Was ein Erlebnis. So. Achso, ich bin ja auch beim Fallen, bin ich ein Stück vorwärts gelaufen. Das heißt, ich bin jetzt... Na doch, logisch, ich bin da, wo keine Höhle ist. Eigentlich. Hier, da, ich stehe hier. Und bis hier ist eigentlich nur die Höhle. Laut dem eingezeichneten... Tralala und Tralali. Ah, Moment mal. Ah, wenn ich jetzt so rumdrehe, dann verändert sich auch die Position. Aber wenn ich genau von oben drauf gucke, bin ich nicht in der... Auf dem, was da... Tja, also. Bin ich ja platt, ne? Gehen wir mal weg to safety. Jetzt schmiert er wahrscheinlich ab. Jetzt sagt er, hör mal, verarsch mich nicht, da wo du stehst, das gibt's gar nicht. Ach Gott, was kommt jetzt? Ich falle schon wieder irgendwo. Ich stehe irgendwo. Und stehe bei mir mal im Grundstück. Das ist schon mal ein Anfang. Das ist schon mal gut. So, vorsichtig aufpassen. Also hier unten ist jetzt... Das Loch ist im Moment weg. Ich kann hier auch drüber laufen, ohne dass was passiert. Ah. Wie schön.
Jetzt will ich aber nochmal was anderes testen, wenn ich jetzt hier zum Wasser gehe. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Wie Frankie sagt, ein Feature. Ein weiteres Feature. Das sieht auch hier irgendwie nicht so aus, wie es sein soll. Ah, jetzt dauert ein bisschen. So. Und was wir jetzt da sehen, ist mein neues Gelände. Ja. Bis jetzt irgendwie noch so ein bisschen Terrassen und staffelförmig angesiedelt. Aber das versuche ich ja gleich noch irgendwie so zu machen, dass es hübsch wird. Oder brauchbar. Oder hübsch, im Optimalfall hübsch und brauchbar. Ah ja, nee, also der Fehler, dass man mein altes Gelände noch sieht, ist jetzt weg. Ich sehe jetzt wirklich nur noch den Höhleneingang. Sehr schön. Ah, die Musik. Schalalala. So, und hier war ich jetzt gerade dabei, das Ganze hier irgendwie so ein bisschen auszuhöhlen. Und auf einmal hat es gemacht. Flup, weg war der Grossi. Mitten im Loch. Sehr, sehr unschön sowas. Sehr unschön. So, dann schauen wir mal, dass wir uns das Ding jetzt hier mal darüber ziehen. Ja, das passt. Das ist gut. Dass ich das hier auf eine Ebene abschließe. Flup, 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 flup. Der Heli-Heli-Heli-Helikopter. Der Heli-Heli-Heli-Heli-Heli. Da gibt es so ein Lied. Fällt mir gerade auf, ich habe die Musik noch an. Oh, wenn da YouTube nicht wieder rummeckert, weil ich mach die mal aus. Ach, scheiße, das habe ich schon wieder weggemacht. Audio, Musik, Volumen, 0. Also, da kann YouTube wenigstens nicht sagen, ey, hör mal. Musik, ni. Die schon mal gerade gar nicht. Die meckern ja bei Nummer 4. Die Bits und Bytes von YouTube. So. Jetzt noch den hier rüberziehen. Da. Dieses Tool geht mir sowas von auf die Zeiche. Das hältst du im Kopf nicht aus. Das registriert Klicks, wo gar keine sind. Faszinierend, Mr. Spock. Noch ein Stück, zu weit. Jetzt. So, jetzt mach ich das erst zu. Bevor mir schon... Wieso macht er jetzt den mit zu? Der Mitsu ist ein kleiner Japaner, der hockt da drin. Jetzt bin ich ja ganz platt. Der hat den gar nicht mit zugemacht, der hat nur den zugemacht. Was ist? Den zu ist übrigens... Ein Bruder von Mitsu. Ja. Auch schon zwei kleine Japaner. Mitsu. Du kleine Mitsu, blöde Mitsu. Kuh. Und hier ist das. Das gehört doch auch nicht so hier. Ein wenig verwirrt. Ganz klein bisschen.
alles sehr merkwürdig. Macht da draußen nicht so einen Lärm, wenn ich am Video mache bin. Frechheit. Okay. Warum ist das so? Man weiß es nicht. Wieso kann ich das jetzt hier nicht markieren? Also, wie man sieht, kann ich hier das nicht wegmachen. Aber das hier konnte ich wegmachen. Ich raff's nicht. Ich raff's nicht ab. Steve? So heiße ich. Ich hab's kaputt gemacht. Dein Kumpel ist offen. Server. Wie offen? Ich habe es definitiv kaputt gemacht. Ach, der. Gleich, zieh mal runter, Tor. Oder zieh mich mal in einen anderen Channel. So. User was moved to your channel. Ich habe es zerstört. Mein Gott. Ich habe Landmark kaputt gemacht. Abend. Abend. Hi ho. Du bist live auf Sendung, nicht wundern. Nicht nur das. Live auf Sendung und wird aufgezeichnet. Sendung? Ja, wir produzieren gerade für große Mist. Für Pro, nee. Pro 7. Da habe ich ja ziemlich viel verpasst. Ich nehme gerade eine weitere Folge auf, wie weit kann Grossi ein Spiel kaputt machen, bevor er von den Entwicklern endgültig gebannt wird, so. Und ich darf noch nicht mal mitmachen. Das ist meine Aufgabe. Also irgendwie... habe ich es jetzt hier voll kaputt gemacht. Konkret, Alter. Machen wir weiter oder? Gleich, ich bin mit noch in ein Spielchen. Also. Wie los? Eber. Ja. Jetzt haben wir ihn markiert, jetzt haben wir ihn ausgeschnitten. Jetzt sag mir nicht, dahin ist immer noch ein Stück Wand. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Einmal. So, jetzt die Wand weg. Also, Wand ist weg. Aber das Problem ist, wie kriege ich jetzt das Kaputte wieder ganz? Dann gehen wir aber irgendwo anders hin erstmal. Wir wollen ja nicht hier Grossi stören. Ja, oder? Ich gehe mal runter oder hoch. Ich gehe mal oben in den Admin-Channel. Gut. Channel switched. Wie kriege ich das kaputte ganz? Moment. Also das ist jetzt hier echt ein seltsames Phänomen-Problem, würde ich mal sagen. Was ist das? Phänomen oder Problem oder was oder wie oder wo? Ich glaube, das Ding ist sich selber noch am überlegen, wo sind eigentlich meine Claim-Begrenzungen. Hier sagt er mir, es ging nicht, aber eben sagt er mir, es ging doch. Also irgendwie. Also hier sind jetzt die Grenzen, ne? Hier. Das ist jetzt ja echt doof hier, Junge. Warte mal, ich mach mal alles. Ich mach das mal rückgängig hier. Macht der überhaupt was rückgängig jetzt? Sieht nicht so aus, ne? Muss das erstmal rausmachen, so wahrscheinlich, ja. Jetzt blenden wir das mal ab, ab. Jetzt machen wir mal rückgängig.
vielleicht hier in der Nähe sein, um das rückgängig zu machen oder was? Nö. Ah, jetzt passiert was. Jetzt hat er was weggemacht da oben. Jetzt hat er das gemacht. Aber wieso ist das weg? Das habe ich doch danach gemacht. Ich werde bekloppt. Jetzt ist das weg. Hat er jetzt rückgängig gemacht? Weiß ich nicht. Ich drücke einfach noch ein paar Mal die Taste so lange, bis es hier eventuell wieder voll ist. Es passiert nichts. Es passiert nichts. Ja, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen doof. Ne? Aber gut. Ich kann es nicht ändern. Das Ding ist jetzt irgendwie hier kaputt. Ich kann auch hier das Heal-Tool nicht nehmen. Oh, warte mal, vielleicht kann ich das Heal-Tool hier oben drüber wenigstens nehmen. Wenn ich den jetzt da unten und dann da hoch. Naja, kann ich wenigstens so healen. Der zeigt mir schon wieder eine Möglichkeit an, die es eigentlich gar nicht geben sollte. Weil doch da mein Claim schon zu Ende ist. Ich will ja halt auch wirklich das Ding ausreizen bis zum... Bekannte von mir oder eine Bekannte, die sagte mir, bis zum geht nicht mehr. Bis zum geht nicht mehr. Nein, bis zum geht nicht mehr heißt es. Eieiei, der Hesse redet Hochdeutsch, ich weiß. Ausgerechnet der, der kein Hochdeutsch kann, der spricht auf einmal. Jetzt, bevor mir wieder alles verloren geht, mache ich das wieder so. Also den haben wir schon mal geheilt. Ich kann auch drüber laufen, ohne runterzufallen. Das ist schon mal gut. Also hier die Ecke hat er irgendwie nicht geheilt. Jetzt hat er auch diese Ecke geheilt. Aha. Und dann schiebe ich das da mal rüber. Vielleicht hat er ja das unten drunter mitgehebelt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es dann mal Zeit, um langsam meine Sachen aufzubauen, damit ich meine Taschen leer bekomme. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie lange der Überlauf hält. Hallo? Wäre nett, wenn es auch geht. Ein bisschen fehlt noch. Hm. Zumindest habe ich schon mal kein Loch mehr in meinem, wo ich rausfalle. So, also Heal-Tool. Healen. Jetzt habe ich natürlich in der Mitte noch ein Loch. Heal Tool und healen. Und wenn ich jetzt sage, nimm das mal weg, dann habe ich da drunter ein Loch. Also machen wir es wieder hin. So, also das haben wir wieder geheilt. Passt. Sehr gut. So. Jetzt muss ich dann hier das, dann da das, darüber und dann da runter machen. Okay. Ich sehe die Sterne zusammen. Sie blenden mich schon viel zu lang. Jetzt laufen wir erstmal außen rum. Rum.
Warum ist hier der... Merkwürdig, ne? Äußerst merkwürdig. Das machen wir gleich. Oh, dann können wir jetzt machen. Ja, eh. Du Nuss. Nicht runter, nicht hoch, einfach nur gerade nach links. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt haben wir jetzt noch ein, zwei Stück kleine. Okay. Ich mach den jetzt auf jeden Fall schon mal rein. Hä? Ich finde das hier alle ein bisschen komisch. Aber gut. Ist halt momentan noch ein bisschen Boogie. Boogie Boogie Baby. Die Server waren ja heute alle offline, weil sie an den diversen Bugs, die sie da irgendwie entdeckt haben, da noch gearbeitet haben. Aber offensichtlich sind noch ein paar da, die sie noch nicht im Griff haben und vielleicht auch noch, die noch keinem aufgefallen sind. Wie das zum Beispiel, dass ich jetzt hier aus der Welt rausfalle. Dass ich da ein Loch habe. Das ist ja so nicht ganz normal. Nein, das ist super. Ah, so. Okay, dann nehmen wir wieder unser Selection Tool. Und haben eigentlich noch nichts selected, aber gut, von mir aus. Jetzt selected, jetzt macht er wieder was ganz anderes, was er gar nicht soll. Hör mal, Freund, du verwirrst mich. Den sollst du anfassen und ziehen. So einfach. So mehr, so nicht. Den anfassen und den ziehen. Ah. Sieh an. Den anfassen und ziehen. Sieh an. Den wieder anfassen und wieder ziehen. Ah. Und bevor er den jetzt wieder... Bevor der wieder weg ist und ich mir alles umsonst gezogen habe, setze ich mir den erstmal dahin. Ich laufe jetzt mal darüber und guck mal, dass ich mir das hier nicht zu weit mache. Dann brauche ich nämlich hier noch mein Selection Tool und dann die Shift-Taste. Und dann schieben wir uns das jetzt hier Pois ab Pois herüber. Ah. Katzakula ist da. Gute. Was? Scheiß Twitch, Buffett und Buffett. Aha. Das ist bestimmt der Michael Buffer unterwegs. Ja, bei mir ist alles klar. Ich hoffe, bei dir auch. Außer, dass hier ich gerade mein nächstes Let's Show aufnehme, weil ich ja gerade aus der Welt rausgefallen bin. Ich habe meinen neuen Keller, ich muss ja alles neu machen und habe es irgendwie geschafft, in meinem neuen Keller ein Loch zu machen, aus dem ich andauernd rausgefallen bin und habe also auch dann beim Rausfallen diese unterirdischen Höhlen alles schön an mir vorbeifliegen sehen und habe es dann tatsächlich geschafft, auf eine zu landen, beziehungsweise in eine. Ja, das war schon sehr interessant. Es gibt schon bestimmt ein schönes Video. So, also das Ding haben wir zu. Warte. Sag mir nicht, ich habe jetzt hier eine unterschiedliche Höhe drin. Sag es nicht. Sag es nicht. Sag es nicht. Ist jetzt ein Witz, habe ich wirklich, oder? Mhm.
Ich weiß ja warum, weil das 2 hoch ist. Ich werde verrückt, das habe ich 2 hoch gemacht. Alter Vater. Was Arbeit. Bis hier habe ich ihn schon mal gekriegt. Jetzt habe ich ihn bis hier. Jetzt muss mir nur noch der Restverlust freigelingen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. So, jetzt habe ich das auf jeden Fall markiert gehabt. Dieses scheiß Tool. Ey. Was? Ich ruhig bleiben. Cool bleiben. Cool bleiben ist bei dem Wetter gar nicht so einfach. So, also, jetzt habe ich es markiert. Und ich habe auch nur einen markiert. Okay. Jetzt habe ich 2 markiert. Das ist ein Witz. Boah, das Teil macht mich fertig, ey. Das gibt's gar nicht, ey. Das ist nicht möglich, sowas. Ja. Wie hat Frankie so schön gesagt, das sind keine Bugs, das sind Events. Aber sowas von Events. Ich event mich hier gleich an. Also, ein letzter Versuch. Den machen wir hier noch. Und laufen. Laufen, 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 So, lassen wir erstmal. Okay, ich denke die Höhe, das kriegen wir jetzt hier noch ein noch hingedeichselt. Okay, jetzt müssen wir erstmal den wieder aufziehen. Auf die richtige Größe. Jawohl. Den müssen wir aufziehen. Auf die richtige Höhe. Nämlich in dem Fall auf 2. Und sagen jetzt. Und sagen jetzt. Und sagen jetzt, du kannst mich. Aber sowas von. Also Selection Tool auswählen. Nee. Oh, ich gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ja, eine Höhle. Ich kenne es hier. Ich habe eine Höhle gefunden, ja. Und zwar direkt da, wo mein alter Keller war. Hier drüben ist ein Höhleneingang. Ich habe schon mehrere Höhlen entdeckt. Momentan drehe ich hier durch bei dem Selection Tool. Das ist echt nicht wahr. Es ist echt nicht zu fassen. So, laufen.
stehen bleiben. Markiert. Hinz. Er macht's nicht. Warum auch? Warum soll er das auch tun? Also, nee, halt, stopp. Ich muss den einen nach oben machen. Und das muss weg. Und das muss weg. Und das muss weg. Und er macht's nicht. Macht er nicht. Sagt er, nö. Hör mal. Hör mal, geht mich nichts an. Cool, oder? Ja, was soll ich da noch zu sagen, ne? Ja. Funktioniert nicht. Ja, irgendwie ist mir das auch schon aufgefallen bei dem Twitch in letzter Zeit, dass bei manchen, die ich gucke, ständig irgendwie Standbild ist. Und das Ding dann sagt, okay, ich muss mal laden. Also, nee. Ich liebe dieses Tool. Ich liebe dieses Tool abgöttisch nämlich überhaupt nicht. Geht mir sowas von auf die Zeiche, das Ding. So. Also, noch einen aufziehen und einen nach unten. Und jetzt probieren wir mal mit entfernen. Ah! Ja, sie angucke da. Hatte doch funktioniert, ne? So, und jetzt machen wir mal dieses Ding. Halt. Nur ein. Ich will nur einen. Diesen einen, noch einen nach unten. Das war eine zu weit. Das war wieder eine zu weit. So. Und jetzt sage ich hinzufügen. Ah. Ist das schön. So, jetzt schieben wir dieses Teil, wenn es sich lässt, hier nach drüben. Also alle Zuschauer auf YouTube, wenn ihr denkt, Crossi gibt jemanden Antworten auf Fragen, die nicht gestellt sind. Nein, das ist, weil ich ja gleichzeitig, während ich das aufnehme, auch noch das Ganze streame. Und da ist jetzt gerade im Chat Katsarakuda und der, dem gebe ich halt Antwort. Ja. Das seht ihr natürlich nicht, wenn ihr euch das Video anguckt. Der Chat ist ja nicht im Video vorhanden. So. Und jetzt muss ich hier nochmal das Ganze ein nach oben machen. Ja, machen wir so. Ja, also mal ausschneiden. Hat er nichts ausgeschnitten, dann muss ich das einen nach unten machen. Muss nochmal ausschneiden. Ah, es ist weg. Sehr schön. Und jetzt muss ich nochmal einen nach unten machen. Und muss jetzt einfügen. Ah! Jupitu! Ist jetzt zwar eine unterschiedliche Textur im Moment noch, aber das ist mir sowas von egal. Jetzt gerade mal so, ne? Nur, dass ihr es wisst. Ist mir jetzt gerade mal völlig bumsfallerei. So, liegt es an. Liegt es an. Jawohl. Sehr schön. So, dann schneiden wir das jetzt hier aus.
weg. Nehmen jetzt hier unser Smooth Tool. Machen das Ganze rund und groß. Und smoothen das hier so ein bisschen zusammen. Sehr schön. So. Haben wir das doch hier gerade. Also. Ja, das war's jetzt für das dieses Video. War eigentlich nur dafür gedacht, euch das Loch immer im Keller zu zeigen. Dann denkt daran, Leute, lasst mir einen Kommentar da und einen Daumen und schaut mir auch meine nächsten Videos an oder guckt auf meinem Twitch-Kanal zu und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Aloha.